Moin, willkommen am Haltepunkt Lübeck-Kügnitz. Dieser Haltepunkt liegt an der Bahnstrecke von Lübeck Hauptbahnhof nach Lübeck-Travemünde. Schauen wir uns als erstes den Fußgängerübergang am nördlichen Ende an. Hier geht es im Zickzack zwischen den rot-weißen Gittern durch. Aus Richtung Travemünde kommt kein Zug. Und aus Richtung Lübeck Hauptbahnhof auch nicht. Dahinter liegt diese Fußgängerbrücke. Sie führt über die Güterbahnstrecke zum Skandinavienkai hinweg. Die Strecke zum Skandinavienkai führt in einem kurzen Tunnel unter der Bahn nach Travemünde und unter der Travemünder Landstraße hindurch. Hier nochmal ein Schwenk zur Übersicht. Im Hintergrund liegt der lange Bahnsteig mit einem kurzen Bahnsteigdach. Hier gibt es überdachte Fahrradständer, einen Fahrkartenautomaten, Fahrpläne und eine Streusandkiste. Im Winter fahren hier Triebwagen der Baureihe 648. Im Sommer dagegen bestehen die Züge aus E-Loks der Baureihe 112 mit bis zu 7 Doppelstockwagen. Dafür wird der lange Bahnsteig benötigt. Bei schönem Wetter sind diese Züge auch voll mit Fahrgästen, die an den Strand wollen. Hier unten fährt jetzt ein Güterzug mit einer Lok der Baureihe 185 zum Skandinavienkai. Direkt über dem Tunnel steht ein Fahrleitungsmast. Hier könnt ihr noch einmal den Verlauf der Strecke nach Travemünde Strand verfolgen. Knapp 12 Minuten später kam die 185 durch den Tunnel zurück.
Etwa einen Kilometer weiter in Richtung Lübeck vereinigen sich die beiden Strecken. Hier musste die 185 zuerst den planmäßigen Triebwagen nach Lübeck vorbeifahren lassen. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.